Und der nächste Redner ist Christian Stocker von der ÖVP. Wir sind mit in der Budgetdebatte zum Thema zur Untergruppe Justiz. Frau Bundesministerin, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir, bevor ich zur Justiz komme, ein paar allgemeine Bemerkungen zum Budget zu machen. Es ist zwar schon die Zeit fortgeschritten, aber wenn wir heute hier durchaus emotional gehört haben, dass dieses Budget quasi zu schreddern wäre oder eine Farce sei, dann möchte ich eines schon anmerken. Es ist ja nicht nur so, dass dieser Haushalt hier im Bund erstellt wird, sondern es ist in den Landtagen, in den Gemeinden die Zeit, wo die Haushalte erstellt und beschlossen werden. Und so richtig und so falsch wie dieses Bundesbudget ist, sind auch alle anderen Budgets, die in dieser Zeit den Gebietskörperschaften zur Beschlussfassung vorliegen. Und ich darf eines sagen, wenn der Herr Kollege Kohlroß, den ich jetzt nicht sehe, vermeint, dass hier das Budget zurückzustellen wäre, ich würde ihm empfehlen, wenn er sein Budget noch mit ordentlichen und außerordentlichen Haushalt beschließen will, dass er das zurückstellen sollte und ein wenig überdenken, weil seit dem Vorjahr die Gemeinden eine Finanzierungs- und eine Ergebnisrechnung vorzulegen haben. Die Bundesregierung hat das Bestmögliche in dieser schwierigen Situation der Corona-Pandemie getan. Und auch das Bundesministerium für Justiz, sehr geehrte Frau Bundesministerin, haben das Beste für die Justiz getan, was in dieser Situation möglich war. Was meine ich damit? Wir haben eine Budgeterhöhung, die wir ja schon hier besprochen haben und meine Vorredner angeführt haben. Insgesamt stehen der Justiz für das Jahr 2021 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung, rund 66 Millionen mehr wie im Vorjahr, eine Steigerung von 3,8% im Vergleich. Muss man auch hier berücksichtigen, dass auch für das Jahr 2020 bereits eine Steigerung von 4,4% Platz gegriffen hat, eine Erhöhung um 28 Planstellen. Das alles ist etwas, was die Gerichtsbarkeit, und das möchte ich hier an dieser Stelle schon auch ausführen, diese Gerichtsbarkeit leistet im Allgemeinen und im Feld der gesamten Arbeit, die zu leisten ist, hervorragende Arbeit. Sowohl die ordentlichen Gerichte, die Staatsanwaltschaften und auch der Strafvollzug. Mit diesem Budget ist gewährleistet, dass die Justiz auch in Zukunft ausreichend dotiert ist, sodass sie nicht nur keinen stillen oder anderen Tod stirbt, sondern auch in Zukunft sehr vital sein wird, vor allem im nächsten Jahr. Vielen Dank, Frau Bundesministerin.